Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeat TV. Heute mit allen außer Sebastian. Hallo. Und wir schauen uns an. Absolute Blamage auf dem Eis. Ich bleibe lieber beim Fußball. Das ist ein Vlog von Lisa Küppers, die bei unserem letzten Eisfest teilgenommen hat. Eine Lifestyle. Lisa sollte mal ihr Profilbild da ändern. Das ist ja nicht so. Ich spiele auch Fußball. So. Er spielt Fußball professionell, oder was? Schalke, ich spiel, richtig wieder, heftiger Schalke-Fan. Ja, professionell, Schalke-Fan. Kreisliga, was hast du? Weiß ich nicht mehr, was Lisa gesagt hat. Kreisliga B oder so, keine Ahnung. Fast in jedem Stadion zum Spiel. Bei jedem Spiel im Stadion. Diesmal kam auf der Schalke, Kontakt ja. über Christian. Ja. Denn Christian, du kennst sie ja zum Beispiel schon vom Golf. Genau, wir waren damals im Golfcamp in Dänemark, habe ich die, glaube ich, kennengelernt. Und beim Eishockey ist sie auch immer am Stüssel. Nicht immer, aber wahrscheinlich oft. Ja, und dann haben wir uns gedacht, komm, können wir die doch mal bei uns einladen. Und die hatte die Kamera dabei und einen Videografen, glaube ich, auch. Und hat da mal einen Vlog rausgemacht. Also schauen wir uns den mal an. Beim Eisfest von Pizmeat. Hinter mir ist gerade Einlass und es kommen 1800 Leute hier rein. Mein erstes Streaming-Event gemeinsam mit Man merkt so einen leicht Papa anderen Schnitt, als Reese, wir so Sachen machen. Ja. Lucy, Dylan White und. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung auch an dieser das Stelle. Das ist die Doom-Musik, das stimmt. Chris, und dann würde ich sagen, let's go. Beim Eisfest treten vier Teams in vier Spielen gegeneinander an. In meinem Team Golfkorn sind Dylan White, Dirk Heller und Dominik Keppeler. Aber wir haben auch den komischsten Teamnamen. Irgendwie wegen Kochen und Golf. Ich kann nicht mal Golf spielen. Jody spielt viel besser Golf als ich. Das stimmt. Ich bin im Team Edgar. Ich weiß gar nicht, was das soll. Team Edgar besteht aus Papa Platte, Reese, Jody Palusi und Umata. Auf die hatten wir es beim zweiten Spiel besonders abgesehen. Mr. Jules fragen, warum er die so genannt hat und Ben. Doch starten wir erstmal am Anfang. Leute, wir reden 5 Minuten los. Wir haben einfach eine komplette Eishockey. Ich habe auch das erste Mal dann diese Handschuhe an. Wenn man so einen Eishockey-Fight macht, dann wirft man den so weg. Ja, die waren in St. Peter, ne? Und dann magst du sie. Wieso? Ja, ist das nicht dein Cut gewesen mit den Handschuhen? Ach so, stimmt doch. Das war doch ein Helm, oder? Ja, ich glaube eher, das war ein Helm. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ob das bei den Frauen genauso krank nach Schweiß vorher gestunken hat schon wie bei uns. Nee, da hat's nach Blumen gerochen aus den Handschuhen. Aber das war auf jeden Fall echt einer der fiesesten Gerüche neben diesen Handschuhen. Mit den Händen danach. Ja, die riechen halt so, weil so riechen halt Handschuhe. Ja, sowas kannst du halt nicht waschen, ne? Und die sehen halt auch aus, als wenn die 20 Jahre benutzt worden wären schon. Der Hate. Am meinem war noch Blut. So sexy. Hey, ist super. Wir haben komplette Schutzausrüstung. Ich bin sehr gespannt. Es tut gut. Beim letzten Mal Eislaufen habe ich mir nämlich das Knie und die Hüfte geprellt. Wir haben ja keine Schlittschuhe an, sondern Bowlingschuhe. Ich habe noch nie in meinem Leben so glatte Sohlen gesehen. Das war übrigens, also Bowlingschuhe waren bei mir im Kopf diese wunderbar hässlichen rot-blauen Clowns-Bowlingschuhe. Ja, tatsächlich. Ich fand die ganz cool. Und dann habe ich gesehen, ihr seid mit eigentlich mit Sneakern rumgelaufen. Da waren die stylischsten Bowlingschuhe, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, muss man sagen. Also sind das so professionelle, weil sie haben ja schon so ein bisschen Gummiprofil hinten, wenn ich das jetzt in diesem Still richtig sehe. Ja, damit kannst du nicht mal sagen. Du musst ja auch ein bisschen Anlauf nehmen können, ne? Also beim Bowling meinst du? Ja, okay, verstehe ich. Also legen. Es geht los. Trikots waren geil. Ja. Das ist das Underdog-Team, der da rein hat. Ich werde aus dem Nichts kommen für die und alles werde ich machen. Wir starten mit dem König der diesjährigen Stream Awards, mit der Nummer 77, Papa Platte! Ben hat wirklich eine gute Ansagerstimme. Andi nicht. Oh Gott, da ist der Voice Crack. Voice Crack Andi, ey. Hand of Bliard, ey. Genau, Hand of Bliard. Also, Andi wusste, wie man alle ausspricht. Da war kein Hand bei oder. Ja, immerhin, aber das hat er sich vielleicht vorher erfragt. Hand of Bliard. Hand of Bliard finde ich eigentlich ganz geil. Hand of Bliard finde ich auch super. Hier sind eure Gastgeber, Jonathan Appel. Das ist zu weit vorne, das habe ich gar nicht gecheckt. Wollte einfach den Fame wieder snacken. Es tut mir leid, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ja. Wie wir einfach noch vorher besprochen haben, wir laufen zusammen in einer Reihe. Und Peter rennt einfach weg. Einfach weg. Naja. Das war auch blöd, ich bin noch zu früh schon. Zum Glück ist das rausgeschnitten. Ich bin zu früh rausgelaufen, weil ich dachte, und dann war ich verwirrt. Da passiert ich dachte, da war ich verwirrt. Von Peter Spitz! Guck mal, ihr habt mich eingeholt. Das erste Spiel steht jetzt an und das heißt Spiel 1, Eisfang.
Seid bereit für das Spiel. Ich bin bereit fürs Spiel. Ich werde dir alle wegboxen. Das ist doch was Sinn jetzt. Das ist doch das Spiel gerade, oder? Das wäre mit den Handschuhen nicht gut gewesen. Die Teams ähnlich wie bei Völkerball die restlichen Spieler in der Mitte abwerfen und wer getroffen wird, ist raus. Das war von den Regeln her gut erklärt. Möchte ich ja mal ganz kurz sagen. Kurz, prägnant, habe ich verstanden. Das war nicht so schwer, oder? Nee. 4, 3. Oh, der. Dieser auch, ja. Da wird kurz gezuckt, aber kein Thema. Guck mal, da kann man geile Musik trotzdem machen. Sag mal, dieses Geräusche da drunter. Ist das untergelegt beim Laufen, dieser Sound? Ja, ist untergelegt. Weil alle da so rumwatscheln, ey. Ich finde es schön. Von der Teamkommunikation haben wir ja gar nichts mitbekommen. Ja, richtig. Wie oft kann man Dylan sagen? Ich hätte 20.000 Mal Dylan gerufen. Aber wir waren richtig gut, oder? Für Team Golfi von 5 Punkte. Ja! Spiel 2, raus damit. Wir haben jetzt hier 4 Tore stehen. Das war Focus Only. Und in jedem Tor die Gegenstände. Wir müssen versuchen, die Gegenstände aus unserem Tor. Ich fand das gut, dass die nicht auf uns gegangen sind. Von irgendeinem anderen Tor zu tun. Einfach nur weg von uns. Wir dürfen nicht werfen, wir dürfen nur ein Zimmer tragen. Das heißt einfach nur wieder viel rennen. Wir spielen, ich glaube, 3 oder 4 Runden, 3 Minuten. Das heißt, danach sind wir alle schweißgebadet. Taktik-Update. Wir sind verbündet mit Team Blau. Alle gegen Rot. Ach so. Ja. Alle gegen Rot war okay. Von den Absprachen haben wir ja gar nichts mitbekommen. Hey, ist euch nicht aufgefallen, dass alle auf einen gehen? Ja doch, ist ja, schon, doch, schon aufgefallen. Aber ich dachte halt, das hätte sich so ergeben, ach nachdem so, ja, die Teams das, gesehen haben. Ey. Hat sich nach einem kurzen Schnack hat sich das so ergeben, Christian. Hat sich schon da immer ein Opfer rausgesucht, das muss man so sagen. Ja, also, auf gut Deutsch, wir wurden gut, das nehmen wir so mit. Spiel 3, Human Bowling. Also wir spielen jetzt Human Bowling, man sieht es hinter mir. Einfach kegeln. Weißt du noch, der erste von Lisa war unglücklich. Drei Jungs könnten dich auch einfach tragen und einfach so reinwerfen. Ja, das wäre die Idee. Mega. Fände ich auch geil. Ach, können die schon? Ach so. 90 hin. Yo. So, kein schlechter Versuch. Ja, der hat ja nicht gezählt. Das war gut, oder? Warum hat der nicht gezählt, oder? Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ist doch egal, ob der gezählt hat. Weiß ja nicht mehr. Ich weiß nur, dass er lustig war. Schmiegel, sag ich sobald immer da jemand durchgerutscht ist, hast du auf deinem Ohr so einen Andi gehabt. Zählt. Ja. Und irgendwann, als wir uns drüber lustig gemacht haben, war er dann nur noch mal so. Zählt. Und manchmal dann aber auch. Zählt. Ja, ja. Okay, das haben wir nicht mitbekommen. Ja. Irgendwann habe ich dann auch nicht mehr mitbekommen. Ja, stimmt, bei Kerstin ging das bei mir nicht ging dann die Regie nicht mehr. Peter war plötzlich am Erzählen. Ich denke mir so, Alter, mit wem redet der Junge denn die ganze Zeit? Spielen hier mit dem Publikum ist so nice. Die sind so laut. Es ist unglaublich. Auf Platz 2. Zwei Teams. Einmal Team Spandau und Team Golfi-Font mit 8 Punkten. Jetzt großes Finale im Gameboy-Royal-Modus, glaube ich. Das heißt, wir laufen Gameboy-Royal. Je nachdem, was die Zuschauer hier machen. Klatschen heißt dahin, trampeln hier heißt dahin. Und dann, wer der Letzte in der Ecke ist, ist raus. Finale. Ey. Ach, als Schalke hat man das echt nicht so oft. Es geht jetzt los. Die Spannung wird hochgehalten. Wo bist du? Dominik direkt aus. Dominik direkt gefallen. Da bei der Szene habe ich kurz gedacht, er ist umgeknickt. Das sah irgendwie seltsam aus. Ja, da hab ich gar nicht mitbekommen, dass der sich weggerutscht ist. Ich dachte so, hä, was ist der so langsam? Ich dachte, der ist mega sportlich. Also ist der ja halt wirklich. Ja, aber ist er nein, ist er ja wirklich, der macht richtig viel Sport. Und ich habe mich gewundert, dass der da so schnell weg war, aber das mit dem Wegrutschen habe ich nicht mitbekommen. Aber gut, am Ende ging es dem noch echt gut. Ne? Der hat mir gesagt, weil er so viel Sport macht. Vielleicht aber auch, weil er als Erster rausgeflogen ist beim letzten Spiel. Das ist richtig. Und für sein Team ein Punkt holt. Das war rutschig. Alle gehen wieder zurück in den Mittelpunkt. Es gab einen Punkt, wenn man rausgeflogen ist. Jedes Mal ja, du hast ja noch mehr Punkte bekommen. Ja, das okay war absolut gerickt am Ende. Wir hätten einfach die 1, 2 und 3 gar nicht spielen müssen. Ja, wobei ich meine, Romatra hätte Punkten ja auch versuchen können, den einen von den anderen festzuhalten, den da hinten zu schmeißen und dann versuchen, einfach vor dem ins Finale zu kommen. Aber ich glaube, der damit war einfach so im Arsch. Ja, ja, mit dem auch Knie ins Gesicht kicken. Ja. Hier rausfliegt. Oh, da wird wer ist es gewesen? Na, Kellen! Oh. Oh nein! Oh, das sieht gut aus für den, aber vielleicht putzt noch jemand drüber. Der als letztes
im Kreis. Damit aus Team Goltikon leider raus. Der Keller ist potenziell im Endeffekt. Jetzt jemand hinten rausrutscht. Aber da ist jemand schnell. Oh mein Gott. Es ist Steini zuletzt drin gewesen. Die Punkte gehen aufs Konto von Team Lila. Tja, was soll man da sagen, ne? Oh oh. Oh, oh. Ja, einen umkicken und durchschieben. Ist zuletzt drin gewesen. Die Punkte gehen auf Team Lila und damit. Das ist so anstrengend, ey. Ich höre, ich darf es verraten. Auf dem vierten Platz ist Team Golfi Fons. Team Lila, Applaus. Ja. Vierter geworden. Ja, stark, Alter. Mit 52 Punkten und deutlichem Abstand auf dem ersten Platz. Team Spandau. Ihr seht hinter mir, das Event ist vorbei, die Leute gehen. Ich hatte super, super viel Spaß. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Die Stimmung war der Hammer. Leider sind wir letzter geworden, aber das ist völlig egal. Und wenn ich das nächste Mal wieder auf dem Rasen anstatt auf dem Eis stehe, dann läuft es auch wieder besser. Voll das gute Video. War nice. Ja. Was hast du erwartet? Die Lisa kann keine Videos machen. Nee, aber trotzdem, ich freue mich einfach total, dass so eine Teilnehmerin von unserem Event so ein cooles Video über unser Event macht. Das war ein mega cooles Video. Ja, das stimmt. Das war wirklich nice. Ja. Hat mir gut gefallen. Ja. Mir auch. Dann kriegt einen Daumen hoch. Also, Lisa, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und so hart mitgemacht hast bis zum Ende. Und euch vielen lieben Dank fürs Einschalten. Schaut gerne mal bei Lisa vorbei. Originalvideo verlinkt in der Videobeschreibung. Habt jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Tschüss.